Ich bin Marc Scheibe und ich komponiere aus den Erzählungen der Teilnehmer symphonische Musik. Ich schreibe auch mit ihnen gemeinsam die gesungenen Texte, die ich aus ihren Geschichten und Biografien heraushöre. Sie geben hier viel von sich preis. Es geht oft um Verwandlungen, manchmal um schreckliche Erfahrungen, aus denen etwas Schönes und Großes erwächst. Das kann ich gut in Musik für ein Orchester übersetzen. Mein Name ist Rudolf, ich bin 73 Jahre alt und habe über meinen Chor von diesem Projekt erfahren, war sehr neugierig und diese Neugierde wurde auch belohnt. Es kamen ganz viele fremde Menschen zusammen und wir sind innerhalb kürzester Zeit zu einer tollen Gruppe zusammengewachsen und haben unsere Geschichten erzählt. Und aus diesen Geschichten konnte man peu à peu sehen, wie da Musik entstanden ist. Marc hat das wunderbar begleitet und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, diese Musik zu erarbeiten und dieses Projekt zu fördern. Ich heiße Anastasia Schewtschuk. Ich komme aus der Ukraine und schon seit 5 Jahren wohne ich in Hamburg. Die Leute, die sich noch gestern nicht kannten, auf einmal so eine tolle Gruppe sind, das inspiriert mich wirklich. Und ich finde so, dass diese Freundschaft, die aus diesem Projekt entsteht, wird noch länger dauern. Ich heiße Claudia und bin 65 Jahre alt. Meine Symphonie, was soll das sein? Das hat mich alleine schon angesprochen, in einen kreativen Prozess einzutauchen, ohne überhaupt eine Idee zu haben, wie wird das sein. Auseinandersetzung, was von dem, was mich in meinem Leben berührt hat, würde ich mir vorstellen können, in eine Symphonie umzuwandeln. Und das finde ich einen so kreativen, spannenden Prozess, dass ich im Endeffekt glücklich bin, dass ich einfach mich darauf eingelassen habe. Ich bin Bahar Roshanai und bei der Körber-Stiftung für die Musikprojekte zuständig. Die Idee dieses Projekts ist, gemeinsam mit Marc Scheibe Menschen mit und ohne musikalische Erfahrung zusammenzubringen und sie zu ermutigen, eine besondere Geschichte aus ihrem Leben in Musik zu verwandeln. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass diese Musik von einem Orchester gespielt wird, dem Musici Emeriti Hamburg, bestehend aus emeritierten Orchestermusikerinnen. Und diese haben wir bereichert oder ergänzt durch junge Profimusikerinnen aus der Ukraine, die gerade in Hamburg schutzsuchend sind. Damit verkörpert dieses Projekt auch die Idee des neuen Körberhauses, nämlich ein Haus für alle Kulturen und alle Generationen zu sein. Am Anfang stand die Frage an die Teilnehmenden: Was in deinem Leben ist so bedeutend, so groß und so dramatisch, dass es die Überhöhung ins Symphonische braucht. Jeder hat dieses Drama in sich. Ich habe Glück als Komponist. Wenn die Begegnung stattfindet, scheint es sozusagen, als ob die Musik schon da ist. Das heißt meine Symphonie, das heißt nicht mein kleines lustiges Lied. Das heißt, wer hier hinkommt, hat seine Hosen runtergelassen. Man hat etwas preisgegeben von sich und darum geht es. Darüber bin ich sehr glücklich. Mich berührt das, wenn wir keinen Smalltalk machen, sondern wenn wir in die Tiefe gehen, wenn wir als Eingemachte gehen. Und das haben diese Damen und Herren gemacht und wir haben es poetisiert, wir haben es musikalisiert. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Meine Symphonie, verehrte Damen und Herren!